Hier haben wir die Codex Action Cam, die stellen wir hier zum ersten Mal vor. Die besteht aus zwei Einheiten. Man hat einfach die Rekordereinheit, die gleichzeitig das Steuergerät ist. Und da kann man bis zu zwei Kameraköpfe anschließen, die man hier vorne sieht. Das sind 2/3 Zoll CMOS-Sensor drin mit dem Global Shutter. Die Kameras werden gespeist direkt durch das eine Kabel. Die Kabel kann man verlängern bis auf 180 Meter. Die Unit selber, die kann man von 12 bis 30 Volt speisen. Im Moment speisen wir sie an Alexa, weil wir die als Witnesscam einsetzen. Die kann man natürlich auch völlig singular einsetzen. Einfach einen Akku ranklicken, Speichermedium einführen und loslegen. Speichermedium ist unser Speichermedium, wie es bei der Alexa XT benutzt wird oder bei unseren Onboard-S-Recordern. Wir zeichnen hier mit der Kamera bis zu 60 Frames in RAW auf und können das Material dann über unsere normale Software rausgeben als ProRes oder als CNX HD. Einsatzbereiche haben wir zum einen als Witnesscam, das heißt, man kann sehr gut in Autos einbauen. Wir haben Adapter auf EF-Mount und wir haben Adapter auf PL-Mount. Das heißt, man hat den Vorteil, dass wenn man jetzt in ein Auto zwei Kameras einbauen will oder auch vier Kameras, kann man einfach den Rekorder irgendwo hinlegen und die Kamera verkabeln. Mit einer Alexa kann man zum Beispiel nicht in einem Auto drehen und auch mit den anderen Kameras, wenn DSLRs benutzt werden, die haben keine vernünftige Aufzeichnung. Die Kamera ist verfügbar ab Juni, Juli. Zum Preis, es gibt im Moment ein Bundle, das wir anbieten, das beinhaltet einen Kamerakopf mit Kabel. Man hat den Rekorder und Steuereinheit mit einem 512 GB Drive und einer USB 3 Transfer Station und den bieten wir an für 17.000 Euro. Wir hatten immer unheimlich viele Anfragen, wo Kunden gesagt haben, wir brauchen eine kleine Kamera, aber mit einer guten Aufzeichnung. Deswegen haben wir dann in Zusammenarbeit mit einer deutschen Firma, das Ganze wird auch zum Teil in Deutschland produziert, haben wir gesagt, wir würden gerne von euch die Kamera übernehmen, aber wir stehen für den ganzen Workflow gerade. Wir machen die ganze Geschichte RAW draus, damit wir eine perfekte Applikation haben, die im besonderen Grad mit der Alexa funktioniert. Die Alexa wird ja sehr häufig bei großen Produktionen eingesetzt. Und mittlerweile ist es so, an jedem Set, wo wir sind, werden mittlerweile so viele verschiedene Kameras eingesetzt. Wenn wir das System anbieten, was dasselbe Medium benutzt, denselben Workflow benutzt und das wir im Look angleichen können, weil wir das alles kontrollieren, haben wir einfach gesehen, das ist die beste Möglichkeit, die wir dem Kunden bieten.